Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Wir spielen hier ein Roleplay-Let's Play. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier so rede wie durchlaucht Friedrich der Zweite, sondern ich möchte einfach die Entscheidungen, vor allen Dingen die Entscheidungen in den Events anhand unseres Herrschers. Also wie würde unser Herrscher entscheiden? Da nehme ich einmal diese bisschen spärlich gesäten Charaktereigenschaften als Grundleitlinie, aber ich denke mir doch dann selber auch so ein bisschen einen Wesenszug oder Charaktereigenschaften unseres Herrschers aus. Und ihr seid natürlich angehalten, auch da mal in die Kommentare zu schreiben, wie ihr ihn an der einen oder anderen Stelle jetzt in dieser oder in kommenden Folgen gesehen hättet, was ihr gedacht hättet, wie er sich eher verhalten hätte oder so. Und so können wir vielleicht immer ein bisschen an den Charakteren hier selber rumschrauben, um so eine Handelsrichtschnur zu haben. Als Hausregel setze ich mir bei den Events den Text mit euch zu lesen und dann eine Antwort zu geben, ja, aber mir nicht die Zahlen anzugucken. Ich will mal ein bisschen davon weg, dass wir hier ich nenne es jetzt mal so ein Zahlengewichse betreiben, ja, dass wir einfach, das hier so Winmaxing-mäßig, hier gibt es nochmal 3% mehr und dann mache ich das so, aber eigentlich würde vielleicht unser Herrscher gar nicht so handeln. Das haben wir hier, Bündnisangebot von Goslar. Und tschüss. Was will ich damit erreichen? Ich will damit einfach erreichen, dass sich das nicht ganz so linear spielt, denn Europa Universalis 4 ist in seinem Sandbox-Wesen, lädt quasi dazu ein, so die Karte anzumalen. Das ist auch okay, das finde ich auch im Multiplayer irgendwie cool, aber so im Singleplayer, finde ich, muss man sich da auch ein bisschen Spielspaß, besonders wenn man 500 Stunden auf der Uhr hat, wie ich, da selber ein bisschen Spielspaß generieren, und ich möchte dieses Let's Play hier auch ein bisschen zu einem besonderen Let's Play machen, sage ich mal. Genau, das ist so die Idee. Also gerne schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr davon oder wie seht ihr was? Oder wenn ich eine Entscheidung treffe und ihr sagt, so hörst, habe ich jetzt aber gar nicht verstanden. Ich dachte, der Herrscher ist ja irgendwie so, warum denkt er denn jetzt so? Und dann kann man sich vielleicht auch im Nachhinein noch irgendeine Geschichte zurechtlegen oder so, warum er vielleicht so gehandelt hat. Ja, eigentlich sollte diese Folge am Freitag kommen. Komm, ich mache mal ein bisschen schneller, obwohl wir müssen eigentlich auch mal währenddessen ein bisschen hier auch mal was machen. Er sollte eigentlich am Freitag kommen. Ich hatte auch eine Folge aufgenommen, aber durch die Hitze, ich habe ja letztes Jahr, weiß nicht, wer schon ein bisschen länger hier auf dem Kanal dabei ist, hat mich vielleicht mal leiden hören in dem einen oder anderen Let's Play, weil es so heiß war. Und das sind übrigens adelige Rebellen, die hier so ein bisschen aufmucken. Und da habe ich mir einen Klimaautomat zugelegt und den habe ich bei der Aufnahme am Freitag vergessen auszuschalten, und da habe ich dann im Videoschnitt, denke ich so, was ist das denn für ein Brummen und Rauschen und Gedöns da, ja, auf der Aufnahme. Da fällt mir auch ein, wir müssen Prenzlau auch weiterentwickeln, hier. Zack, so. Genau, 10 Loyalität für Bürger. Ja, und da war die Aufnahme quasi versaut. Ich hätte sie jetzt trotzdem hochladen können, aber das war eine 40-minütige Folge und das wollte ich euch einfach nicht zumuten. Ich hätte es jetzt auch irgendwie rausschneiden können oder aber irgendwie halt, ja. Von daher, wir marschieren jetzt mal nach Berlin, denn Berlin müsste eigentlich die letzte Provinz sein, die jetzt hier noch Unruhepotenzial bietet. Das Kommando hat hier unser Herrscher höchstpersönlich. Ja, ein bisschen schade, dass die Aufnahme dann für die Katz war. Ich hatte keine Zeit, dann das für gestern noch zu machen. So ist es jetzt Sonntag geworden. Morgen kommt dann wieder Ultimate Admiral. Ich hatte es ja schon gesagt, ich versuche, Freitag soll eigentlich der fixe Termin sein, aber es ist bei mir zeitlich einfach so, dass wenn da mal was schief geht, dann kann ich das schlecht ausbügeln zurzeit. Also kann sich das auch immer mal um ein oder sogar zwei Tage jetzt in diesem Fall verschieben. Jetzt schauen wir mal. Umkämpfte Nachfolge. Böhmen wäre hier interessant, aber letzten Endes machen wir das einfach mal weg. Waffenruhe endet mit Ungarn 1449. Können wir mal wegmachen, können wir aber mal im Sinn behalten. Berater, ja. Das ist wohl außerhalb unseres Budgets. Und da möchte ich jetzt auch nochmal, was heißt nochmal, also für euch ist es jetzt das erste Mal, für mich ist es ein nochmal, mit euch mal drüber sprechen, wie wir hier vorgehen. Vielen Dank auch für die Kommentare, die ihr unter das letzte Video gepostet habt. Konstruktive Kritik hat mich da von
Oh Blub oder so. Kann das sein, dass das der Name war? Ich hoffe mal, ich habe mir jetzt richtig auf der Pfanne. Vielen Dank für deine konstruktive Kritik. Immer sehr gerne gesehen. Der Gute meinte, dass sich meine Aussagen so ein bisschen widersprechen. Da stimme ich ihm auch teilweise zu. Also ich habe gesagt, ich will halt hier dieses Let's Play machen, um mich militärisch ein bisschen fit zu machen für das Tutorial. Deswegen habe ich Brandenburg, aka vielleicht dann später Preußen oder so, gewählt und dann habe ich aber auch es war ein bisschen Brainstorming-mäßig zwar gemeint, aber trotzdem auch ganz ernst gemeint, also dass man zum Beispiel hier, Spionage-Ideen nimmt und so ein bisschen intriganten Staat nimmt, der gar nicht so viel Krieg führt oder so, ja, ich will die Karte nicht anmalen und er meinte halt, es widerspricht sich jetzt so ein bisschen, das kann ich ein bisschen verstehen, die These, aber ich finde eigentlich nicht. Denn, Wert auf Militär, auf ein starkes Militär zu legen und ich sag mal so, egal wie wir uns jetzt verhalten, Krieg wird es sowieso geben, ja, das lässt sich in Europa Universalis 4 ja gar nicht verhindern und das wollte ich damit auch gar nicht sagen, aber man kann ja auch Kriege führen und in den Friedensverhandlungen dann Handelsmacht sich übertragen lassen oder Vasallen befreien, ja, oder ganze Provinzen in einen eigenständigen Staat, also um seine Gegner so klein zu halten, ja, also was ich einfach nur nicht machen möchte, ist die Karte anmalen. Ich mag das einfach nicht, ja. Wenn jetzt Brandenburg irgendwie hier in Südamerika Brasilien besitzt oder so. Das ist einfach, fühlt sich für mich komisch an und ich mag es auch irgendwie einen kleinen Staat zu spielen und das war eigentlich so die Idee dahinter. Und wenn man jetzt mal die NATO so als reales Vorbild nimmt, die NATO hat auch einen sehr hohen Anspruch an Trainingsgrad, Truppenstärke, moderne Waffensysteme und so weiter, sind aber ein rein defensives Militärbündnis. Also eine starke Armee hat nicht nur eine Daseinsberechtigung durch Eroberungskriege, sondern, oder die Schweiz ist auch ein schönes Beispiel, ja. Schweiz auch immer ein unheimlich starkes Militär seit jeher. Ich mach mal langsamer. Aber deswegen sind sie jetzt nicht expansiv oder aggressiv oder so, ne? Also, genau. Aber den Einwand verstehe ich und vielen Dank. Also, das schätze ich immer sehr, wenn Leute hier, daran mitarbeiten, so ein Let's Play weiterzuentwickeln. Das finde ich einfach immer schön. Plus, ich habe auch irgendwie ein cooles Gefühl dann so, wie es an der Basis so, wie da so der Puls ist, sag ich mal, ne? So, Kastilien, Sie berichten von dem Ereignis, der große Goldmangel. Wir zahlen oft in Gold, um Seide, Alaun, Gewürze und Perlen aus dem Osten einzuführen. Da der Handel zwischen Ost und West immer geschäftiger wird, wird das Golddefizit in Europa immer offensichtlicher. Gold ist in unserer Welt ein immer selteneres Gut geworden, doch die Nachfrage nach diesem Luxusgut ist nicht zurückgegangen. Wenn wir Zugang zu einer Goldquelle außerhalb Europas bekämen, könnten wir diesem Goldhunger ein Ende setzen. Ja, herzlichen Glückwunsch an Kastilien. Tatsächlich habe ich Probleme, diese Schrift zu lesen. Es ist irgendwie ein komisches Schriftbild, tatsächlich, ja. Es gibt einfach Schriften, die kann man besser lesen und andere kann man schlechter lesen und das gehört eher zu einer, die sieht schick aus, aber man kann sie irgendwie schlecht lesen. Also mir geht es jedenfalls so. Wie geht's euch damit? So, wir haben einen freien Diplomaten. Ich habe es auch nicht vergessen, dass wir hier mal über unsere Strategie sprechen wollten. Trier, Köln, okay. Böhmen. So. Da verbessern wir mal unsere Beziehungen. Können wir hier schon die Kaiserkrone anstreben? Wer weiß, wer weiß. Bin ich sehr gespannt, wenn wir dann Kaiser sind, ob ich das gut hinkriege. Mit den alten Mechaniken rund ums Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, bin ich nie zurechtgekommen. Ich finde, das war irgendwie broken, weil diese Reichsfürsten sich ständig verringert haben und damit war es irgendwann unmöglich, diese Reichsautorität zu erhöhen. Oder war das bei euch anders? Wie habt ihr das erlebt? Also ich habe jetzt nie als Österreich gespielt, aber wenn ich dann mit Preußen oder so Kaiser war, ich habe halt dieses Kaiserreich einfach runtergewirtschaftet und es sind immer weniger hier Reichsfürsten, also ja, ich habe das irgendwie nicht geschnallt. Bin sehr gespannt, ob sich das jetzt irgendwie fluffiger spielt. So, dann haben wir alle Diplomaten im Einsatz, das ist gut so. Mission, schauen wir mal. Kaiserliche Ambitionen haben wir auf jeden Fall.
Hier haben wir quasi schon. Was bringt das? Ah ja, 10 Prestige. Ah ja, okay. Hm. Ah ja, und da haben wir jetzt auch einen Bonus bei Beziehungen verbessern. Okay, okay, okay. Ich mach mal wieder schneller. Hm. Gut zu wissen. Dann müssen wir die ordentlich einsetzen. Holen. Oh! Wir haben unsere Schulden übernommen. Gracias. Sehr schön. Komm, schon Nachfolger. Falls ihr schon wieder Knack- und Knabbergeräusche hört, das ist mein Hund, den ich hier wieder mit einer Knabberstange bestochen habe. Ich glaube irgendwie, oder war das ein Ultimate Admiral Let's Play, wo da hört man, wie er sein Schweineohr die ganze Zeit im Hintergrund verputzt. Genau, also ich möchte mit euch mal über die Strategie sprechen, die sag mal, nennt es jetzt mal mittelfristige Strategie. Minderwertiges Eisenerz. Eine unserer Eisenerzminen ist auf minderwertige Eisenerzvorkommen gestoßen. Dies hat die Ausstattung unserer Truppen verteuert. Ich bin mir sicher, dass wir trotzdem genügend Soldaten haben werden. Kosteninfanterie, okay. Mit der ihm von Gott verliehenen Macht hat der Papst beschlossen, uns mit der folgenden goldenen Bulle zu segnen. Christiana Pitas. Die goldene Bulle. Kann man vielleicht beides sagen, so wie bei Virus, ne? Ist ja auch das Virus und der Virus, beides legitim. Entwicklungskosten global minus 5. Ach scheiße, jetzt haben wir schon entwickelt. Toleranz, Ungläubige plus 2. Okay, sehr schön. Ja, da zu den Ideen hatte ich mir das letzte Mal ein bisschen mehr erwartet von eurer Seite. Vielleicht könnt ihr diesmal das ein oder andere dazu sagen. Vielen Dank für den Hinweis, dass wir neue Ideen mit Preußen bekommen. Aber wir haben natürlich hier noch jede Menge Ideen zu wählen. Und da ist die Frage, was schaffen wir uns da jetzt für ein strategisches Grundgerüst, mit dem wir mittelfristig zumindest arbeiten. Aristokratie-Ideen sind für mich gesetzt als erste Ideengruppe. Verbesserung der Handelstechnologie. Unsere Kaufleute haben sich durch den Kontakt zu ausländischen Händlern einige neue Konzepte angeeignet. Sie glauben, Brandenburg würde durch einige Investitionen in diesbezügliche Versuche langfristig sehr von diesen Konzepten profitieren. Geld spielt keine Rolle. Lasst Vorsicht walten. Also, unser Herrscher ist unbestechlich und er nimmt seltene Geschenke an, um jeden Preis vermeint, seine Währung zu entwerten. Also ich würde schon sagen, dass Geld für ihn durchaus eine Rolle spielt. Also er ist kein Verschwender. Von daher würde ich sagen, lasst Vorsicht walten. Wie findet ihr das, dass wir das so machen? Dann gucken wir mal, was uns das bringt. Er hält 10 diplomatische Macht. Wollen wir uns dann das andere auch noch immer angucken, was wir nicht bekommen? Machen wir mal. Er hält 50 diplomatische Macht. Scheiße. Ist so. Ist doch ein geiles Konzept, oder? Was sagt ihr? So spielt man nicht so linear nach oben einfach, ja? Sondern man hat auch einfach mal durch seinen rollenspielerischen Ansatz hier einfach auch mal Rückschläge. So, wir können Diplomaten abberufen aus Mainz. Das machen wir direkt. Polen, sehr schön, beeinflusst uns hier. Cool. Wir haben einen neuen Papst. Oh, Frankreich gegenüber. Okay. So, ich mache mal jetzt langsamer. Ich vermeide es, immer ein bisschen Pause zu machen, dass es nicht mehr ganz einzufriert, aber manchmal lässt sich nicht verhindern. So, wir gucken mal. So, sind wir angewählt? Ja, ne? So. Wir könnten Braunschweig. Sind wir Rivalen? Die sind Bündnis mit Anhalt, Magdeburg. Sollen wir uns mit Magdeburg mal gut stellen? Mal. Oder sollen wir noch mal hier ein bisschen bei
bei diesem Burschen hier schleimen. Sind wir weit hinten? Mainz sind wir jetzt schon. Ja, Sachsen können wir wohl vergessen. Trier könnte man noch. Und wir können noch einen Diplomat abrufen. Dann machen wir mal Folgendes. Ich würde sagen, ich würde mal hier nach Wolgast. Da würde ich mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Sollen wir Gegenspionage in Sachsen machen? Oder sollen wir uns mit dem Kaiser erstmal gut stellen? Wisst ihr was? Ich lasse die KI das übernehmen. Und zwar erzürnte Nation, verbündete Bedrohung. Machen wir mal einen auf Nachbarländer. So, weiter geht's. Wenn man das so schnell hat, dann kommt man irgendwie nicht zum Reden, ne? Also, ich mache doch nochmal langsamer, weil das müssen wir einfach mal durchsprechen. Das ist, glaube ich, wichtig. Einfach, weil man sich da irgendwie, finde ich, zeitig ein Konzept überlegen muss, dass man nicht immer dann von vorne überlegen muss. Also, wir brauchen eine starke Armee. Das fußt natürlich auf einer guten Forschung für die Truppe selbst. So, Aristokratie-Ideen ist für mich gesetzt als erste Ideengruppe, aber gerne schreibt mir da bitte eure Meinung. Was macht ihr denn bei eurem Brandenburg-Spiel ganz gerne als erstes? So, Bündnisangebot aus Köln. Das würde ich fast annehmen. Wir haben zwei diplomatische Beziehungen. Mit wem ist Köln denn? Dortmund. Nehmen wir mal an, in der Hoffnung, dass das hier das noch weiter stärkt. So. Österreich 160. Oh, das ist mal weit vorne. Das ist, glaube ich, das ist knapp hier. Können wir denn hier noch eine Dynastieaktion machen? Nee, nee. Okay. Zurück zu den Ideen. So, das ist gesetzt, denn wir haben Kavallerie, ist jetzt fürs Early Game cool. Das ist Pflicht für uns. Minus 10 billigere Forschung. Und dann haben wir, das ist richtig stark, finde ich. Autonomie, denn mit Autonomie kann man viel Probleme lösen und wenn sich das von selber reduziert, ist absoluter Knaller. Richtig cool, 33% Rekrutenreserve, Verfall der Armeetradition ist richtig stark, neuer Diplomat ist ein Killer und Rekrutenreserve für Söldner, hajo, nehmen wir dann mit. Also das ist eine ganz, ganz starke Ideengruppe, Adelsloyalität, ja, Hammer, ja, Belagerung plus 1 für einen Anführer, richtig cool. Das ist gesetzt. Dann ist die Frage, was nehmen wir als zweites? Ich mache es immer so, dass ich eine hiervon, eine hiervon, eine hiervon nehme und dann wieder neu entscheide, was ich für eine der drei Dinger nehme. Einfach, um die Machtpunkte da gleichmäßig nutzen zu können, um nicht irgendwo ein Defizit zu entwickeln. Ja? Also müssen wir entweder eine administrative Ideengruppe oder eine diplomatische Ideengruppe als zweites zu nehmen. Ich sage euch jetzt mal, wie ich mir das vorstelle. Gerne könnt ihr dann eure drei Anfangsideen mit in den Topf werfen, als in den Kommentaren und vielleicht dann auch was zu einer Strategie zu sagen, wie wir da am schnellsten rankommen, weil das ist natürlich wichtig, ne? Also ich würde als zweites dann schon die Wirtschaftsideen nehmen. So. Einfach, Steuereinnahmen plus 10%. Steuereinnahmen ist unsere Hauptgeldquelle im Moment. Baukosten minus 10 ist super, um die Wirtschaft eben noch weiter auszubauen, um noch mehr Steuern zu generieren. Inflationsreduktion ist richtig cool, denn wir werden auf jeden Fall viele Kredite aufnehmen müssen, wenn wir gegen große Staaten, und die meisten sind größer als wir, kämpfen. Zinsdarlehen ist auch nochmal richtig cool.
Auch für die, sag eben, für die Kredite. Zusätzlich bekommen wir nochmal eine Autonomiereduktion, was uns, wie gesagt, bei der Befriedung von Provinzen unheimlich hilft. Unterhalt der Armee, minus 5% ist ein Knaller. Produktionseffizienz, das ist die zweite Säule unserer Einnahmen, ist die Wirtschaft. Ja, also von daher, es ist ja, und Entwicklungskosten minus 20% zu einer starken Wirtschaft, zu einem starken Steueraufkommen gehört es einfach auch dazu, dass wir Machtpunkte in unsere Provinzen reinbuttern müssen. Also das ist eine unheimlich starke Ideengruppe, auch fürs Early Game, wie ich finde. Als dritte Gruppe, ich stelle euch jetzt einfach mal meine Dreierkonstellation vor und dann könnt ihr ja mal eure Dreierkonstellation reinschreiben und vielleicht auch warum, ja, und wie man da am schnellsten hinkommt. Und dann können wir das ja vielleicht mal so ein bisschen diskutieren in unserem Kabinett sozusagen. Und als drittes würde ich gern mal, da schlagen jetzt wahrscheinlich einige die Hände über dem Kopf zusammen, die Spionage-Idee zu nehmen. Und einfach deswegen. Also das ist auf jeden Fall monstermäßig stark für uns halt, ja. Das ist auf jeden Fall auch ganz nice, obwohl ich das eher so im Midgame oder so sehen würde. Obwohl für Brandenburg brauchen wir haben gar nicht so viel Vasallen dann und so, ne. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das, ja, warum nicht, aber sehe ich dann auch eher im Midgame. Das ist eigentlich mein Favorit, auch deswegen schon, ja. Aber ich habe noch nie mit Spionageideen gespielt, tatsächlich. Von daher möchte ich das einfach mal machen. So. Spionagenetzwerkaufbau plus 50%, Beraterkosten minus 10%. Das ist auch nicht zu unterschätzen, ja. 10% sind vor allen Dingen bei teureren Beratern halt, ja. Sind es 0,3 oder bei billigeren Beratern 0,1 Gold. Renaissance. Die Renaissance. Seit dem 14. Jahrhundert förderten die Reichen und Mächtigen in den italienischen Stadtstaaten Künstler und Gelehrte, die gewillt waren, die alten römischen und griechischen Gesellschaften ihrer Vorväter zu erforschen. Als kulturelle Bewegung erstreckt sich die Renaissance bereits über einen Großteil der Region und hat immensen Einfluss auf Literatur, Kunst, Philosophie und Musik. Humanistische Gelehrte analysieren darüber hinaus die Gesellschaft, in der sie leben, und vergleichen sie mit den Idealen der Philosophen der Antike. Zur Jahreswende 1450 ist der Humanismus der Renaissance zu einer reifen Bewegung geworden, die kurz davor steht, sämtliche Aspekte der Gesellschaft zu durchdringen. Ein neues Ideal für Herrscher wie für Beherrschte gleichermaßen verbreitet sich so rasch, wie es die frühen Druckereien ermöglichen. Ein wahrer Humanist der Renaissance ist ein Experte auf jedem Gebiet, von der Politik und der Philosophie bis hin zu Kunst, der Textanalyse, der Musik und der Architektur. Die Renaissance ist nun bereit, die Welt so neu zu gestalten, dass sie besser zu den Idealen der Antike passt. Und das ist jetzt auch eine schöne Sache. Ja, das ist eine neue, wie heißt das? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Länder, die Institutionen, genau. Institutionen ist irgendwie ein komischer Name für diese Kulturbewegung oder wie soll man es nennen? Na gut, es heißt jetzt halt Institution. Völker förderten, erhalten einen zunehmenden Malus auf Technologie in Höhe von. So, da legt man jetzt natürlich auch Wert, normalerweise als Gamer, ja, legt man Wert auf die Förderung der Renaissance, weil ich will schnell den fetten Buff bekommen und so. Das machen wir nicht. Sondern wir überlegen uns, in dem Moment, wo sowas auftaucht, eine neue Institution auftaucht, überlegen wir uns einfach mal zusammen. Und auch da könnt ihr wieder in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ja. Ist unser Herrscher, ich gehe nochmal auf ihn, ist unser Herrscher Friedrich II. Ein Anhänger der Renaissance? Ist er das? Ja? Das können wir jetzt hieraus nicht ablesen, ne? Vielleicht hieraus so ein bisschen oder so. Nee, auch nicht wirklich. Nee, das müssen wir uns einfach ausdenken. Da müssen wir uns einfach was ausdenken dazu, ne? Also ihn jetzt hier mit so einem Trade hier würde ich direkt als Soldatenkönig sehen. Das ist kein Anhänger der Renaissance. Der ist konservativ, der will so neue Strömungen nicht. Aber so ein wir hatten ja gesagt, er ist ein Freund der Bürgerlichen, ja? Und Bürgerliche sind natürlich auch so ein bisschen freigeistlich, ne? Also Bürger war man ja, wenn man in einer Stadt gelebt hat. Ich mach mal wieder Play, während ich hier laber. Das ist ein bisschen was passiert. Als Bürger hat man ja in einer Stadt gelebt, hat man auf dem Land gelebt. Als Bauer war man eben kein freier Bürger, sondern man war ein
Leibeigner, also man hatte einen Lehnsherrn, einen Ritter meist, für den man das Feld bestellt hat und dem man seine Abgaben bringen musste. Während Bürger mussten halt Steuern in die Stadtkasse zahlen, aber sie hatten viele, viele Rechte, die Leute auf dem Land nicht hatten. Und da unser Herrscher ein Freund des Bürgerlichen ist, kann ich mir vorstellen, dass er eine Art Freigeist durchaus ist. Und warum denn dann interessiert er sich nicht auch für Architektur, ja, für Musik, für Kunst? Weiß nicht, kann man das daraus ableiten? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist Kurfürst Friedrich II. Von Hohenzollern ein Anhänger der Renaissance? Schaut er nach Italien und sagt sich so, wow, da entsteht ja irgendwie gerade mal was total Abgefahrenes. Das hole ich nach Brandenburg. Und daraus möchte ich dann letzten Endes solche Entscheidungen ableiten, ja, wie hier, Zeige Erlasse, ja? Fortschrittsbemühungen. Das machen wir nicht, wenn wir den Soldatenkönig haben. Dann will er diesen Fortschritt nicht, ja? Also es geht nicht, ne? Also dann haben wir halt den Malus. Ist dann halt so. So möchte ich einfach dieses Let's Play irgendwie gestalten, dass wir hier auch, das schafft ja auch Herausforderungen und eben nicht diesen linearen Spielverlauf, den man bei so vielen Let's Plays halt irgendwie kennt, ohne meinen Kollegen da jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber ich finde es irgendwie ganz geil, wenn wir uns selbst auch Fallstricke bauen, über die wir stolpern und die uns ein bisschen zurückwerfen, ja. Und dann eben selbstgemachte Krisen auch. Und so ist es ja in der Realität auch, ja. Siehe Amerika jetzt mit Donald Trump halt, ja. Da ist eben nicht der Staat Amerika. Amerika ist so. Und irgendwie sind sie auch sehr ähnlich, ja. Obama und Trump haben auch viele, viele Gemeinsamkeiten, ist einfach so. Im Umgang mit Drohnenkriegen oder weiß der Geier was, ja. Aber Trump bringt da jetzt schon nochmal eine ganz andere Nummer rein. Und auf einmal ist der gleiche Staat, ja, der vor 5 Jahren war das ein ganz anderes Amerika. Und so möchte ich das auch ein bisschen machen, ja. Das, was heute gut ist, muss morgen dann nicht auch gut sein irgendwie. Also schreibt mir doch da mal, wie seht ihr das? Sind wir ein Anhänger der Renaissance? Ich würde sagen ja, aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. So, jetzt aber nochmal, ich mache nochmal ein bisschen schneller, dass ein bisschen was passiert. Achso, warte mal, was ich unbedingt machen wollte, ist hier die Ausbildung unserer Truppe starten. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Ideen. Wir gehen mal sind wir schon durchgegangen, ne? Ah ne, sind wir noch nicht, genau. Spionage Netzwerk auf, ja, eine ganz nette Sache, Beraterkosten aber ein Knaller. Diplomat ist super, das ist richtig stark, da haben wir hier mit denen zusammen, haben wir schon 2 neue Diplomaten, das ist richtig cool. Spionageabwehr finde ich auch geil, ja, weil man dann irgendwie schon auch, ich will auch defensiv stark stehen, ja. Ich lese auch gerade Sun Tzu, die Kunst des Krieges, sehr, sehr geiles Buch, schafft euch das auf jeden Fall mal an, das ist auch für einen Gamer einfach super, der Strategiespiele spielt, ja, das ist einfach echt mega. Und da werde ich das ein oder andere vielleicht auch nochmal von einfließen lassen. Heiligsprechung. Der Papst hat eben verkündet, dass einer der edelsten und angesehensten Vorfahren unseres Herrschers in Wahrheit ein Heiliger war. Das ist der Grund für eine große Feier. Te Deum. De Eum. De Deum. Ich weiß es nicht. Oh, Einstabilität bringt das. Was heißt das? Ja, bestimmt irgendein Lateiner guckt dir bestimmt zu. Jawohl, ja, sehr geil. Offenbar ist Kurfürst wieder nun mutiger Kämpfer. Ah, oh, das ist natürlich jetzt spannend. Bei der Herrscher über Brandenburg, Nahkampf +1, super. Aber das würde ich jetzt, widerspricht das dem Renaissance-Gedanken? Eine interessante Frage. Wir lesen mal durch. Dieser Herrscher ist ein kühner Kämpfer in der Ansicht, dass der Vorstoß auf dem Schlachtfeld von großer Bedeutung ist, schreckt unser Oberhaupt niemals vor den Konsequenzen zurück und ermutigt er jeden, seine Truppen direkt in die feindlichen Reihen zu führen, sollte die Situation dies erfordern. Also ich finde, das widerspricht dem nicht unbedingt. Siehe der alte Fritz, war das nicht sogar Friedrich II., der alte Fritz? Der Vater des Soldatenkönigs, das war auch ein guter Heerführer und aber auch ein Philosoph. Wucherei in Landsberg. Die Bevölkerung von Landsberg ist müde von den Einflüssen gieriger, pfälzischer Kaufleute und behauptet, sie nutzen unfaire Mittel, um lokalen Unternehmen Konkurrenz zu machen. Sie fordern, dass wir eingreifen und den Handel und den Einfluss ausländischer Händler in diesem Gebiet beschränken und die Privilegien unserer eigenen Kaufleute und Handwerker bekräftigen. Wenn wir nicht handeln, könnten sie es selbst in die Hand nehmen. Und natürlich
stehen wir unseren Kaufleuten und unseren Händlern loyal gegenüber. Wir müssen unseren Handel schützen. Unbedingt. Was bringt das? Pfalz-Meinung über Brandenburg hat sich um minus 50 geändert. Ui. Neumark erheult lokale Protektionismus bis zum 30. Unruhe minus 2. Sehr schön. Provinz Handelseinfluss plus 25. Sehr schön. Aber die Güter gehen ein bisschen zurück. Sehr schade. Okay. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, was wir verpasst haben. Anfrager, nein. Ich werde jeden Militärzugang strikt ablehnen. Es ist auch total sinnbefreit immer, dass die KI einen hier so löchert. So, die Frage ist jetzt, habe ich euch Ideen, waren wir jetzt schon ganz durch? Waren wir noch nicht. Spionageabwehr, genau. Dann Auswirkungen, aggressive Expansion, ist cool, das kann es auf jeden Fall nützen. Das schützt uns vor Koalitionen. Zeitaufwand für Ansprüche, ja, ist ganz nice. Das ist so semi-cool. Und Korruption finde ich auch richtig geil. Da wir dann mit einem anderen Herrscher ja schon auch mal Geldentwertung betreiben werden. Mit diesem Herrscher jetzt nicht, aber durchaus mit einem anderen Herrscher. Sorry, ich muss gerade mal aufstoßen. Und Rebellen unterstützen. Und das finde ich interessant. Da möchte ich doch dann mal ein bisschen Trouble einfach in meinen Nachbarländern sehen. Aus der Hinterhand. Also, das ist so meine Idee. Aristokratie, Wirtschaft und Spionage als die ersten drei Ideen. Wie kommen wir da hin? Das ist jetzt ganz spannend. Wir haben noch... Haben wir einen guten Herrscher, der uns hier 666 beschert? Krass, beeinflusst von Polen, gibt uns hier plus 1. Ist ja abgefahren. Was ist das? Stärken wir dann auch, wenn wir Länder beeinflussen, stärken wir dann auch deren militärische Forschung? Ist irgendwie crazy. Ist das neu? Wahrscheinlich nicht. Ich wusste es aber nicht. Wie kommen wir da hin? Ja, wir müssen, um hier die erste Ideengruppe zu ermöglichen, auf Tier 5 hier in unserem Tech-Tree, oder Tech-Tree ist ein bisschen ein großes Wort dafür, für uns Technologiestufe auf 5 hochheben, da müssen wir möglichst schnell hin. Wir könnten also dafür hier auf administrative Macht zappen, da kriegen wir plus 2. Verlieren allerdings hier 1. Da hätten wir hier 8, 5, 5. Sobald Polen aufhört, uns zu unterstützen, haben wir 8, 5, 4. Sobald unser Herrscher stirbt, haben wir dann 7, 4, 3. Das ist halt dann schon ganz schön dünn. Ja, würden aber schnell dahin kommen. Für die erste Ideengruppe, dann, aber das dauert ja ewig, bis wir das umswitchen können. Also haben wir unter Umständen mit nicht so einem coolen Machtoutput für Militär dann hier die erste Ideengruppe am Hacken. Man könnte überlegen, ob man dann Wirtschaft als erste Ideengruppe nimmt. Das ist Variante 1, ja? Also Variante 1 ist jetzt hier, beziehungsweise am Anfang der nächsten Folge, auf Macht schalten, schnell die Ideengruppe freischalten und dann aber als erste Ideengruppe auch die Wirtschaft erforschen. Okay, Variante 2, wir lassen das so und gehen ein bisschen langsamer auf Ideengruppe 5. Und entwickeln das dann hier gleichmäßig, was uns ja im Endeffekt hier militärisch auch immer ganz gut voranbringt. Staatsehe mit Böhmen, dem würde ich zustimmen. Das heißt, diese Nachfolgeproblem gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr, ne? Kann das sein? Und dann könnte man überlegen, dass wenn man die Ideengruppe Aristokratie hat, dass man dann die Macht hier auf Militär schaltet. Das wäre Variante 2. Gibt es noch eine dritte Variante? Ja. Oder man macht hier halt gar nichts, auch wenn man die erste Ideengruppe hat. Aber das würde ich eigentlich nicht sehen, weil ich glaube, wir müssen dann schon umswitchen, weil wir hier Probleme kriegen. Oder switcht man gleich auf Militär? Machen wir so. Variante 3, wir switchen jetzt hier gleich auf Militär, bekommen das dann ein bisschen später. Die Ideengruppe 5. Ich mache mal Pause, wenn ich das jetzt noch fertig sage.
und können aber das hier auf Cap ziehen. Also was heißt auf Cap? Aber ich sag mal, dass wir hier den eigenen, den Nachbarn voraus sind, eventuell voraus sind. Und dann können wir entspannt die Aristokratie nachziehen, wenn wir dann die Ideengruppe haben. Dann können wir das entspannt nachziehen. Dann kann das hier wieder abfallen, sozusagen, auf ein Gleichgewicht mit den Nachbarn. Damit würden wir auch diesen schlechten Herrscher, den wir ja bald bekommen können, ja. Es kann jeden Moment soweit sein. Das jetzt schon mal ein bisschen kompensieren. Plus Polen. Auf der anderen Seite verlieren wir das auch nicht, dieses plus 1 mit Polen. Ja, ich würde sagen, wir lesen jetzt noch dieses Event und ihr sagt mal, welche der drei Varianten irgendwie cool ist für euch, was ihr dafür am sinnvollsten handelt. Variante 1, wir switchen auf administrative Macht, nehmen aber als erste Ideengruppe dann die Wirtschaftsideen. Variante 2, wir switchen hier gar nicht und switchen dann, wenn wir die Aristokratie-Ideen bekommen, auf Militär. Variante 3, wir switchen jetzt auf Militär, ballern hier unsere Technologie hoch, bekommen aristokrative Ideen ein bisschen später, aber können die dann ganz entspannt hochziehen, während wir hier bereits einen militärischen Vorteil haben gegenüber unseren potenziellen Feinden. Oder ihr habt eine ganz eigene Idee, ja? Vielleicht habt wollt ihr ganz drei völlig, aber das lasse ich mir nicht nehmen hier. Da habe ich irgendwie Bock drauf, muss ich sagen. Also Bedingung ist eine Dreierkombi mit Spionageideen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, welche sich hier geil, weil das habe ich mir jetzt noch nicht so angeguckt, muss ich gestehen, was sich hier geil kombinieren lässt oder so, ja, wo wir einen geilen Erlass dann bekommen oder so. Aber Spionage möchte ich einfach mal machen, weil ich noch nie mit Spionageideen wirklich gespielt habe. Noch nie. Weil die war auch einfach immer eine schwache Ideengruppe und es gab immer was Besseres. Wenn du mit England, Frankreich, ja, hast du halt diese Dinger oder hast halt diplomatische Ideen oder Einflussideen so, ne? Oder Seefahrtideen, wenn du mit England oder so. Von daher habe ich das nie genommen und das will ich jetzt endlich mal machen. Also das ist fix. Da lasse ich mich breitschlagen, obwohl es eigentlich auch die stärkste militärische Idee fürs Early Game ist auf jeden Fall. Später braucht man das, glaube ich, nicht mehr nehmen wegen der Kavallerie, obwohl das, ja, und allein deswegen muss man das schon früh nehmen. Aber ich lasse mich gerne auch mal hier zumindest lese ich es mir durch, eine Alternative zu der Spionage. So, dann lesen wir jetzt nochmal das Event. Oh, Berliner Unwille. Friedrich des Zweiten Wunsch. Ne, wie wird das ausgesprochen? Friedrichs der Zweite Wunsch? Ne, ach, egal. Ein Anwesen auf einer Spreeinsel zu bauen, traf auf den Unwillen der Bürger von Berlin. 1448 entlud sich die Empörung über die Beschlagnahmung von städtischem Gebiet für eine weitere Kurfürstenfestung in offener Revolte. Die Bürger Berlins fluteten die Baugruben des Stadtschlosses, doch Friedrich II. Gab nicht nach und der Palast wurde letztlich gebaut, nachdem die Rechte der Stadt empfindlich beschnitten wurden. Eieieiei. Ignoriert den Pöbel. Es würde beides gehen, tatsächlich, ja. Es würde beides gehen. Natürlich, auch wenn ich mich als Mann des Volkes verstehe, als Friedrich II., hat es natürlich irgendwo Grenzen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wo ist diese Grenze? Ist es die eigene Eitelkeit, ja? Ist es der eigene Luxus, der Wohlstand im Schloss? Das Bauvorhaben ist gesetzt und da kann ich als Souverän keinen Rückzieher machen jetzt. Es geht nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen und durch Revolte mich jetzt zurückzuziehen, es würde auch nicht zu diesem mutigen Kämpfer passen. Ja? Eine Auseinandersetzung entscheue ich nicht, auch nicht mit dem Pöbel, auch wenn ich ein Mann des Volkes, der Bürger bin. Ist das doch ein Weg, den ich nicht gutheißen kann? Ignoriert den Pöbel. Was haben wir? Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wir ziehen die Truppen ab. Die Freiheit nehme ich mir jetzt, Leute. Sorry. Denn das lässt sich rollenspielerisch rechtfertigen, was ich da gerade tue. Wir rechnen damit, dass
wenn wir dem Pöbel hier entgegentreten wollen, es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung kommt und wir wissen, dass unsere Truppen dazu nicht in der Lage sind. Es ist ein taktischer Rückzug, Sun Tzu. Wenn du weißt, dass du den Gegner nicht besiegen kannst, nur der Dumme kämpft und denkt dann über den Sieg nach. Der kluge General bekämpft nur den Gegner, der schon längst verloren hat. So. Ignoriert den Pöbel. Und wir brauchen Söldner. So, wir brauchen Söldner. Und zum Glück Geld, nein. So, ne, das ist eine Entscheidung, die hätte man doch normalerweise nie gemacht. Wie geht denn das? So. Armeevorlage, nee, Söldner. Ach krass, was ist das denn jetzt? Das kenne ich auch noch nicht. Riesige, ach geil. Ah, das ist so ein bisschen wie in Crusader Kings jetzt, ja? Das gefällt mir gut. Freie Kompanie, das ist mega. Das finde ich richtig cool. Ah, und die bringen Anführer mit hier. Freie Schweizer Garde. Boah, 90, ey. 60, die nehmen wir. Wo sind die jetzt? Ach du Schande. Nee. Hier, nee. Hä? Sind die jetzt irgendwo in Bagdad gespawnt oder was? I don't get it. So, hier schicken wir auch Spione hin. Naja, na super. Wo sind denn meine Söldner jetzt? Hä, habe ich die gar nicht genommen? Ich hab die gar nicht bekommen, oder? Ah, ich muss die noch irgendwo platzieren. Okay, verstehe. Warum ist das grün und rot? Oder schaffen wir das auch so? Warte mal, wir schaffen das auch so. Was haben wir für ein Truppenlimit? 12. Müssen da. Na. Hä? Nun kann ich die Provinz nicht anklicken. Jetzt. Auf, Leute. Was ist hier? Das ist so, okay.
Mal Mauer durchbrochen. Müssen wir uns dann mal beeilen. Wir müssten ja, das müsste ja ein Defensivkampf werden, ne? Also dass das Terrain für uns würfelt und nicht gegen uns. Okay. Kriegen ja gut Schaden hier. Scheiße. Dein Ernst? Echt, haben wir so scheiße gewürfelt, oder was? Alter. Komm. Gott. Naja, okay, aber die haben jetzt wenigstens eine zu kleine Armee. Wir holen uns trotzdem mal die Söldner. Ich und meine dummen Ideen, ne? Eieiei, okay, dann mal ein bisschen schneller hier. Na. Gibt's doch nicht. Warum kann ich denn die Provinz hier nicht anklicken? Na gut, Feinde der Aufklärung. Einige Wissenschaftler haben mehrere Werke mit radikalen Thesen veröffentlicht, die sich bei einer Verbreitung als destabilisierend erweisen könnten. Sollten wir uns für den einfachen Weg des Obskurantismus entscheiden und dieses Wissen unterdrücken, oder wäre es besser, dem Fortschritt nicht im Wege zu stehen? Wissen ist Macht, würde ich sagen. Unruhe global minus 2. Das geht richtig zur Sache hier. So, ich würde sagen, wir schicken da unsere Söldner jetzt schon rein. Die verlieren dann zwar. Ich weiß gerade nicht, wann die fällt, die Stadt, ne? Weil das wäre eine Katastrophe. Das verlieren wir jetzt halt nochmal. So, und dann gehen wir aber hier auch nochmal rein. Also das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Ja, krass, dass wir da so viel Damage gekriegt haben, ne? Ich finde die Würfel auch ein bisschen zu krass, irgendwie, dass das ein 10er Würfel ist, ne? Ich glaube, oder? Das ist ein 10-seitiger Würfel. So. Dann haben wir das. Hat uns viel Geld gekostet, dieses scheiß Schloss. So, aber wir sind jetzt wieder am Start. Und ich würde auch direkt... Ich würde auch direkt wieder das Training anmachen, glaube ich.
Okay, Leute, das war. Ach ne, jetzt mach ich ja hier an. Das war natürlich gerade. Oh, jetzt ist die Folge deswegen auch total lang geworden. Armeedrill deaktivieren. Okay, das letzte Event jetzt wirklich, was wir machen. Verbesserung der Produktionstechnologie. Berichten zufolge gab es Bauern und Bergarbeiter, die produktiver sind, als es von den Vogt vor Ort erwartet wird. Wir sollten untersuchen, ob dem etwas zugrunde liegt, von dem ganz Brandenburg profitieren kann. Geld spielt jetzt schon sehr wohl eine Rolle. Es sollte aber keine Rolle spielen, ne? Da wäre unsere Wirtschaft. Aber es spielt jetzt gerade jetzt. Das ist jetzt einfach jetzt der falsche Zeitpunkt und die Staatskassen sind leer. Lasst Vorsicht walten. Und schon wieder haben wir 40 Macht verspielt, ne? Aber man, wenn die Staatskassen leer sind. Ja, und das sind solche Entscheidungen, die hätte ich jetzt, hätte ich mir den Buff vorher angeguckt, hätte ich es natürlich anders entschieden, ne? Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ja, ein Glanzstück der Staatsführung war es, weiß Gott nicht. Aber ja, da war das mit dem Schlösschen doch ein bisschen zu viel. Und wir haben in der völlig falschen Lage uns hier mit dem Pöbel angelegt. Und das hat uns doch wieder ein bisschen zurückgeworfen, würde ich sagen. Aber wir können nächste Folge dann in die Forschung investieren. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet, wie ich dieses Let's Play gestalten möchte, dass ich uns einfach auch hier selber ein paar Steine in den Weg lege und eben nicht alles nach Zahlen entscheiden möchte. Und ja, vor allen Dingen würde ich mich sehr über eure Ideen, also eure über Ideen, über die Ideen, die wir nehmen, Ideengruppen, die wir nehmen, würde ich mich sehr freuen und was ihr für eine Herangehensweise von diesen drei Versionen, die ich da genannt hatte. Ihr Lieben, bleibt gesund, noch einen schönen Rest Sonntag. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.